Weiter geht es mit einer weiteren Folge Ships at Sea. Wir werden uns heute in der Folge das größere Fischerboot kaufen. In der letzten Folge hat uns ja da leider noch die Klasse 2 Lizenz gefehlt. Genau genommen noch 1 Kilometer bis zur Klasse 2 Lizenz. Und diesen Kilometer bin ich jetzt einfach schon mal vor Folgenbeginn gefahren. Das heißt, ich bin mit Flippy einmal aus dem Hafen rausgefahren, einmal wieder rein und schon hatten wir die 150 Kilometer zusammen. Genau genommen haben wir jetzt 150,1 Kilometer und wir besitzen jetzt hier die Klasse 2. Vorher hatten wir das Amateur-Zertifikat und jetzt haben wir das Junior-Zertifikat. Genau. Ja, mit diesem Zertifikat können wir uns jetzt quasi die Tier-2-Schiffe kaufen, also die Klasse 2-Schiffe und unter diese Klasse 2 fällt auch das größere Fischerboot. Genau. Und das kaufen wir uns jetzt einfach mal zum Folgenbeginn. Dann werden wir dieses Schiff natürlich upgraden, so gut wie möglich. Wir haben ja einiges an Geld zur Verfügung und werden das ausstatten mit Netzen, weil wir mit diesem größeren Fischerboot auch mit Netz angeln können. Genau. So, ich würde sagen, wir gehen hier jetzt einfach gerade mal an den Computer, gehen hier auf die Boote und dann schauen wir mal nach dem Fischerboot, genau. So, das kostet 1.450.000, ist ein Tier-2-Schiff. Wie gesagt, müsst ihr jetzt normalerweise kaufen gehen. Maximale Geschwindigkeit 25 km/h. Ist jetzt nicht ganz so krass schnell, aber gut. Mit diesem Schiff können wir Longline-Angeln machen. Wir können auch kleinere Frachten transportieren und halt mit Netzen fischen. Longline-Angeln hatten wir ja schon, oder Longline-Fischen hatten wir ja schon mit Flippy, mit unserem kleinen Angelschiff, mit dem hier drüben. Wir werden also heute mit Netz angeln, genau. Ja, wir können hier auch einige Tonnen an Fisch transportieren, sollte kein Problem sein. Ich würde sagen, wir halten jetzt hier einfach mal gedrückt. Dann haben wir dieses Schiff gekauft. Und ja, man sieht es, es ist gleich eine Stufe größer. Da haben wir auf jeden Fall genug Platz für einige Fische. Und es sollte auch ein bisschen stabiler wirken bei größeren Wellen, denke ich mal. So. Können auch gerne nochmal hier hochklettern gerade, schauen uns das auch nochmal von hier oben an. Hinten hat man so einen kleinen Schutz anscheinend, dass man nicht runterfällt, keine Ahnung. Aber man sieht jetzt hier noch keinerlei Ausrüstung irgendwie fürs Angeln mit Netz. Da müssen wir wahrscheinlich dann investieren. So, hier können wir sogar die Tür aufmachen und reinlaufen, sehr cool. Das finde ich ja immer cool, wenn man so über das Schiff laufen kann, das feiere ich immer total. Ja, dann haben wir hier ein paar Schalter, so wie es aussieht. Okay, hier können wir also die Lichter an- und ausschalten. Sind jetzt nicht mehr diese großen roten Schalter, sondern sind jetzt hier so kleine Schalter nur noch mit roter Lampe oben drüber. Ja, Hupe funktioniert auch. Wunderbar. Kompass haben wir hier. Motor können wir da starten. Hier haben wir das Logbuch. Ein Handy liegt da rum, Kopfhörer, Zirkel und so weiter. Alles klar. Ja gut, macht an sich erstmal einen sehr coolen Eindruck. Freue mich sehr drauf, mit rauszufahren heute. Wir schauen aber mal, was wir alles noch upgraden können. Ja, ich will jetzt nicht hier total langsam durch die Gegend chippern. Deswegen will ich da natürlich noch ein bisschen Geld investieren. Wir haben noch 3.367.000 übrig. Somit können wir da ruhig noch ein bisschen Geld investieren. Genau. Sprittank, weiß ich jetzt nicht, ob wir das so unbedingt brauchen. Bis jetzt hatten wir da noch keinerlei Probleme. Oh. Okay, wir sehen hier, dass das Schiff schon etwas komplizierter ist. Weil hier können anscheinend auch Sicherungen durchbrennen. Okay, das ist natürlich dann auch die Frage, ob wir da nicht direkt in den besten Sicherungskasten irgendwie investieren wollen. Ich würde einfach mal sagen, wir investieren direkt mal hier 64.000, oder? Bevor uns da auf offener See die Sicherung irgendwie durchbrennt. Machen wir das lieber mal so. Das hatten wir jetzt bei den anderen Schiffen nicht. Also das beginnt anscheinend erst ab der Schiffgröße. Sehr interessant. Genau, dann gehen wir hier gerade nochmal nach der Steuerung gucken. Ich finde aber dieses Standardruder schon sehr hübsch. Aber hier, das ist auch okay. Das ist nochmal eine Stufe größer. Gefällt mir. Komm, wir haben genug Geld. Gekauft. Installiert. Passt. So, Schubhebel. Gut, Schubhebel finde ich jetzt überhaupt nicht wichtig. Hat auch keinerlei Effekt so an sich. Also bringt nichts. So, Motor. Aktuell haben wir einen Motor mit 135 PS und 2800 Umdrehungen pro Minute. Wir, würde ich aber sagen, nehmen direkt hier Stufe 4. 250 PS, 3500 Umdrehungen pro Minute. Kostet 94.000. Ist okay, wir haben genug Geld. Installieren wir direkt. Dann haben wir auch einen ordentlichen Motor hier drin. Propeller nehmen wir auch natürlich einen ordentlichen mit. Obsidian Slick XR klingt gut, ist der teuerste, wird wahrscheinlich der beste sein. Nehmen wir einfach mal mit. So, installieren wir natürlich auch direkt.
Suchscheinwerfer haben wir hier sogar auch was Neues zur Verfügung. Bei den kleineren Schiffen hatten wir ja diesen Scheinwerfer oder diesen. Hier haben wir noch einen für 15.450. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Würde ich sagen. Nehmen wir mit, oder? Installieren wir direkt. Zack, dann haben wir das auch. Gut. Wir könnten hier Ausrüstung anbringen fürs Longline-Angeln. Oder genau hier das Netz fürs Netzfischen mitnehmen. Genau. Okay, hier könnten wir auch für Fracht noch was anbringen. Was wir hier noch brauchen für das Netzfischen, was ich ja eigentlich mit dem Schiff hier machen möchte, ist, wir brauchen noch einen Skill. Das heißt, das können wir gerade mal hochleveln. Wir haben ja extra Punkte gesammelt für solche Aktionen. Fischen, wir brauchen hier das Netzfischen. So, haben wir dann somit hinzugefügt. Und somit sollten wir das normalerweise dann auch kaufen können für das Netzfischen. Genau, für 13.500 können wir hier diese Ausrüstung kaufen. Genau, dann haben wir jetzt hier oben wie so einen Kran dazu bekommen und hier so eine Station, wo wir dann die Fische wahrscheinlich vom Netz trennen können. Mich würde jetzt nur mal interessieren, kann ich jetzt auch für das Longline-Angeln hier was hinzufügen? Ah, okay. Das heißt, ich kann jeweils entweder Longline angeln oder Netz. Okay, gut. Und wahrscheinlich, wenn ich hier Fracht mitnehmen möchte, müsste ich das. Genau. Wenn ich jetzt Fracht mitnehmen möchte, dann habe ich jetzt nur die Möglichkeit, hier die Box mitzunehmen. Wenn ich Netzfischen angeln möchte, dann nur das. Wenn ich mit der Longline arbeiten möchte, kann ich nur das auswählen. Okay, wir machen heute das. Somit passt es an sich. Und ich weiß nicht, wollen wir direkt hier unseren Tank upgraden? Da müsste man natürlich tanken fahren. Aber wir haben genug Geld eigentlich dafür, deswegen könnte man das machen. Da hätten wir gar kein Problem mit unserem Sprit. Aber andererseits, was soll's? Gut. Dann wären wir eigentlich startklar. Wir können jetzt uns nochmal hier die Ausrüstung anschauen. Alles klar. Da ist also dieser, in Anführungszeichen, Kran oder Förderband oder was auch immer. Nee, Förderband ist es ja nicht, aber wir haben hier so Rollen dran, was wahrscheinlich das Netz an Land ziehen kann oder so. Keine Ahnung. Oder hier wird das Netz ja eigentlich dann mit hochgezogen und dann hier über den Tisch wahrscheinlich gezerrt und dann hier hinten in die Box wieder rein oder so. Keine Ahnung. Werden wir dann alles während der Fahrt erleben. Auf jeden Fall können wir hier das normalerweise, glaube ich, umklappen und hier das kann man runterklappen, genau. Okay, bin ich mal sehr gespannt. Bin ich mal sehr gespannt. Bevor wir aber losfahren, müssen wir natürlich erstmal nochmal zum Fischer gehen. Wo steht unser Schiff? Also diesmal nicht mal hier vorne, wahrscheinlich hier beim Fischereibetrieb, oder? Wo ist mein Schiff? Hallo? Hilfe? Da vorne. Das müsste unseres sein. Das ist unseres, ja. Hier vorne steht's. Im Touristenbereich. Ja, ist auf jeden Fall schon mal eine Nummer größer. Wird halt unangenehm, hier rauszufahren, weil nach vorne können wir nicht fahren. Da macht's putz. Haben wir schon den ersten Schaden. Nach hinten wegfahren. Na gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir gehen jetzt erstmal Netze kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Netze wir auf dem Schiff unterkriegen. Müssen wir einfach dann ausprobieren. Ich glaube, Köder brauchen wir nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Hier haben wir auch nur eine Art Netze zur Verfügung. Ich würde jetzt einfach mal kaufen, was möglich ist. Okay. 10 Netze gehen. Nehmen wir natürlich mit. Und wie gesagt, Köder, glaube ich, brauchen wir nicht. Wir haben zwar noch Köder dabei, aber ich glaube, das brauchen wir halt, wie gesagt, nicht. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Jetzt gerade so ein bisschen die Frage. Wir haben den Haken für alle Fälle. Wir haben unser Fernglas dabei. Können auch damit angeln. Also hier mit dem Jigger. Und auf unserem Boot haben wir jetzt 10 Netze. Jeweils 160 Meter. Also die sind nicht ganz so lang. Boah, was ist hier gerade ein Möwenkrach? Was ein Lärm. So. Schauen wir mal hier. Wir haben hier doch bestimmt auch Arbeitslicht oder so. Das ist der Suchscheinwerfer, der bestimmt unglaublich hell ist. Arbeitslicht, genau. Wir hätten hier auch schönes Licht. Da sind jetzt die Netze drin. Okay.
Wahrscheinlich, wenn ich hier E drücke, dann schmeißen wir die Boje runter und das Netz wird dann rausgezogen oder so. Ja gut, müssen wir da mal schauen, wie das alles funktioniert. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal raus, wir probieren da so ein bisschen rum. Ich würde die Fahrt dann auch wieder ziemlich überspringen. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wo wir hinfahren. Entweder zu diesem Fischgrund wieder, da hätten wir wieder einige von den Pollacks, die hätte ich ja gerne. Weil wir haben immer noch April. Also ich würde gerne wieder da rausfahren, da sind angeblich noch alle, oder beziehungsweise noch einige, nicht alle, aber einige verfügbar. Genau, wir können uns ja gerade, bevor wir losfahren, schon mal eine Route festlegen, also dass unser Autopilot uns da wieder hinsteuert. Ich würde hier am besten langfahren, ist vielleicht jetzt ein bisschen Umweg, aber ich glaube, da kommen wir am besten durch, wobei hier oben wird es schon wieder schwieriger. Da kommen wir nicht ganz so gut entlang, wir probieren es trotzdem mal. Also hier vorne entlang, da blockiert meistens diese Streckenplanung, deswegen machen wir jetzt einfach so einen Bogen. Schadet ja nichts, wir brauchen ja 300 Kilometer bis zur nächsten Klasse. Also, das macht nichts. So, kostet dann wieder zwar ein bisschen mehr Fahrzeit, aber ist nicht so schlimm. So, ich kann jetzt auch hier gerade wieder nichts markieren. Glück haben kann ich vielleicht aber so einzelne Punkte setzen. Nee, gut, dann versuchen wir es anders zu machen. Die entfernen wir nochmal, die bewegen wir gerade nochmal. Und zwar, vielleicht kann ich ja hier durchfahren, das sieht ganz gut aus. Genau, und dann können wir uns direkt bis dorthin begeben. Ja, die Route sieht auch ganz gut aus. Haben wir einigermaßen tiefes Gewässer. Sehr schön. Gut, dann. Okay, das ist hier die Beleuchtung. Wir können unser Suchscheinwerfer mal einschalten und dann starten wir mal das Boot, oder? Leinen gelöst. Dann schauen wir mal, was dieses Schiffchen hier so kann. Fahren gerade mal blind rückwärts. So, jetzt ein bisschen Schub nach vorne, ein bisschen nach links. Ich hoffe, wir kommen da schon rum. Ich glaube aber nicht. Gut, ich gehe mal in die Außenansicht. Wir fahren noch ein bisschen weiter rückwärts. Wir haben da Platz. Genau, dann können wir hier nämlich ordentlich wenden. So, Vollgas. Oh Gott, ich glaube, wir knallen da voll dran, oder? Ja. Ich hab's nicht so mit Schiffen, mit der Steuerung. Oh, was haben wir denn da Schönes? Oh, cool. Ja, ist natürlich jetzt mies, dass wir direkt hier beim Rausfahren bei der ersten Fahrt voll da angedockt sind, aber das war irgendwie klar. Schiffe steuern halt doch ein bisschen anders als Fahrzeuge. Mit vier Rädern. Naja, das ist noch kein Profi vom Himmel gefallen, denke ich mal. So. Aber Zustand soll an sich noch gut sein. Ich hätte vielleicht ein paar Ersatzsicherungen mitnehmen sollen, oder? Wäre vielleicht die Idee gewesen. Na gut, jetzt sind wir schon unterwegs. Ich muss dann auch nochmal gucken, wo hier der Autopilot aktivieren geht. Da. Gut. Ist aktiviert. Ansonsten, Sprit ist noch voll. Hoffen wir mal, dass das alles reicht und passt. Gut. Haben jetzt hier Höchstgeschwindigkeit, wie schon da stand, so ungefähr 25 km/h. Ist nicht ganz so schnell, ist aber auch nicht ganz so langsam. Ich würde jetzt hier das Suchlicht nochmal ausschalten. Dann können wir gerade nochmal nach hier hinten gehen. Ja gut, wir haben 14 Schaden genommen. Das geht noch. Das geht noch. Ist okay. So, jetzt will ich hier gerade nochmal schauen. Okay, das können wir so dann umklappen. Ich hatte mich schon mal so grob drüber erkundigt, wie das hier funktioniert. Hier können wir dann auch Geschwindigkeiten vom Netz einstellen, wie es eingezogen werden soll. Okay, okay, okay. Na gut. Na gut. Damit geben wir uns mal wieder hier rein. Wir werden jetzt hier die Nacht durchfahren, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich die Fahrt wieder rauscutten dann. Ich denke mal hier, wenn wir mit 25 km/h durch die Gegend chippern, brauchen wir recht lange. Ich glaube, unser Schiffchen hier drin haben wir uns soweit angeschaut. Wir können uns auch nochmal hier mit Licht anschauen. Kann ich auch hier irgendwas einstellen? Hier irgendwas machen? Das ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben jetzt wie so ein
Radar quasi hier an Bord. Kann man hier auch... Nee, kann man anscheinend gerade noch nicht. Ich hoffe, dass man so ein bisschen die Entfernung einstellen kann, die dargestellt wird und so weiter. Aber gut. Ansonsten haben wir hier noch irgendwas, was wir uns anschauen könnten. Weiß es nicht, ob es hier nach unten ins Schiff reingeht. Wahrscheinlich schon. Oh, das wäre so cool, wenn man hier einfach durchklettern könnte. Aber gut. Ja, mit dem Sicherungskasten bin ich mal gespannt, ob da irgendwann die Sicherung mal rausfliegt und wir dann da irgendwie Probleme bekommen oder so. Ansonsten nach vorne laufen kann man leider nicht. Ein bisschen schade. Aber gut. Kommt alles noch. Es sollen ja noch viel größere Schiffe dazukommen. Also es soll ja jetzt nicht hier bei Tier 2 bleiben, sondern es sollen ja noch viel größere dazukommen. So, ich würde jetzt hier das Licht mal ausschalten. Und dann gucken wir nochmal auf die Map gemeinsam, würde ich sagen. Genau, da haben wir noch einiges an Wegstrecke vor uns. Und ich würde sagen, sobald wir dann in die Nähe kommen von dem Gebiet, ja, sehen wir uns wieder oder hören uns wieder. Genau, ich setze hier einfach dann wieder einen Cut. Also, bis gleich. So. Wir kommen so langsam unserem Ziel näher. Jetzt muss ich nur gerade noch mal mir kurz was notieren. Und zwar, wann ich ungefähr hier die Aufnahme fortsetzen möchte. Beziehungsweise die Folge fortsetzen möchte. So, Zeit ist notiert. Ja, wir sind jetzt bald an unserem Ziel. Ja, wir haben noch so ungefähr 3 Kilometer, würde ich jetzt grob mal sagen. Also sind bald da. Und ja, ich würde jetzt einfach schon mal hier vorsichtshalber das Sonar aktivieren. Da haben wir hier jetzt einen schönen Monitor, wo wir dann sehen, was für Fische wir hier im Umkreis so haben. Und ja, das heißt, wir fahren jetzt so lange, bis wir da die ersten Fische sehen. Wir sind ja wieder auf der Jagd, hauptsächlich nach den Pollux, also nach denen hier. Und das heißt, die werden wir wahrscheinlich dann hier in dem Bereich schon auf dem Sonar erkennen, wenn wir Glück haben. Wir können auch gerne das Fähnchen noch so ein bisschen verschieben, also dann so hier positionieren. Können wir das, den Autopilot gerade nochmal deaktivieren und aktivieren. Dann tun wir unseren Kurs nochmal so ein bisschen anpassen. Und ja, dann müssen wir halt mal beobachten, in welche Richtung hier die Fische schwimmen. Ich glaube, die schwimmen mehr nach links. Ja, genau. Also müssten wir sogar nochmal ein bisschen das Fähnchen umpositionieren. Sagen wir, wir schicken unser Schiffchen mal so mit dem Autopilot. Wir deaktivieren und aktivieren nochmal. Da müsste er die neue Route auf jeden Fall übernehmen. So. Jetzt müsste alles soweit passen. Die Fische schwimmen so langsam in die Richtung von unserer Linie hier. Ich denke mal, dass wir dann auch bald was auf dem Sonar da sehen werden. Müssen wir einfach mal beobachten. Und dann können wir loslegen. Ja, wir können auch von mir aus, weil wir haben noch hier mitten in der Nacht, 1.30 Uhr ist hier gerade im Spiel drin. Würde ich sagen, tun wir unser Arbeitslicht hinten schon mal aktivieren. Ja, hier in der Front, den Suchscheinwerfer brauchen wir eigentlich nicht so unbedingt. Scheibenwischer haben wir natürlich auch, aber es regnet ja gerade nicht. Lassen wir aus. Dann sind wir soweit vorbereitet, glaube ich. Ich glaube, ich muss dann nur nach hinten rennen. Wir können auch schon mal die Tür aufmachen. Und muss hier, glaube ich, die Netze ins Wasser lassen. Ich glaube, mehr muss ich hier erstmal nicht machen. Genau, hier mit diesem komischen Kran können wir so hin und her uns bewegen. Da müssen wir noch schauen, wie das funktioniert. Wir probieren einfach mal aus. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Notfalls haben wir doch die Hilfe. Kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich mal. Ne? Ich bin doch da ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Gut. Also, ich gehe jetzt hier gerade nochmal ans Ruder. Und ja, das sieht gut aus. Wir sind noch ungefähr so 2 Kilometer weit entfernt. Momentan ist auf dem Sonar noch nichts sichtbar. Wir behalten das einfach im Auge. Aber das sollte gleich anders sein. Ich denke mal, dass wir vielleicht noch 1-2 Minütchen Fahrt haben bis da hinten hin. Aber das ist ja kein Problem. Ihr wollt halt schon wieder ein bisschen vorher starten, nicht, dass ich dann starte, während hier schon die Fische auf dem Sonar sichtbar sind, wie hier durchschippern, durchsausen und am Ende, bis ich dann hier wieder alles eingesprochen habe, ist über den Fischen vorbei oder so. Deswegen jetzt lieber einfach ein bisschen früher gestartet. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir hier ungefähr unterwegs waren. Moment, da muss ich gerade mal rechnen. Ja, sagen wir so 18 Minuten oder so mit dem Schiff jetzt hier. Geht eigentlich. Hat jetzt nicht so lange gedauert bis hier oben raus. Gut, jetzt wenn wir jetzt noch die paar Minuten draufrechnen. Also es sind auch wieder so um die 25 Minuten wahrscheinlich, die wir jetzt mit dem Schiff hier gebraucht haben bis hier oben hin. Irgendwann werden wir dann auch mal hier komplett weit rausfahren. Aber
Wäre cool, wenn man dafür dann noch größere Schiffe hätte oder halt noch was Schnelleres. Das Schnellste ist ja das letzte Schiff, was wir dann uns auch kaufen werden, wenn wir genug Geld haben. Also wenn wir jetzt heute hier sehr erfolgreich sind, dann können wir uns das Serviceboot kaufen, das Schnellste. Damit geht es dann richtig rund, also da freue ich mich auch sehr drauf. So, also wir kommen der Stelle immer näher. Pollack kreuzt gerade hier unsere Fahrtlinie. Weiß nicht, ob wir das nochmal ein bisschen ausgleichen wollen, dass wir hier weiter links drüben hinfahren. Ich würde fast mal sagen, wir machen das so. Dann sagen wir dem Autopilot nochmal, dass er die neue Strecke übernehmen soll. Haben wir somit getan. Und ja, auf dem Sonar ist immer noch nichts sichtbar. Wir halten weiterhin die Augen offen. Auch natürlich hier, weil wir da noch recht wenig zu befürchten haben, wie schon in anderen Folgen gesprochen. Andere Schiffe sind noch nicht unterwegs. Richtige Unwetter gibt es auch noch nicht. Also da können wir ganz entspannt sein. So, Autopilot folgt aber der Route so ungefähr. Ah, die kommen langsam näher, oder? Ich glaube schon. So nah sagt aber immer noch, da ist nicht so wirklich was. Dem hier aber umstellen kann ich auch nicht so wirklich was bei dem so nah hier. Bei dem anderen Schiff ging das, glaube ich. Naja. Gut, wollen wir hoffen, dass das gleich funktioniert alles. Ja, sieht gut aus. Das muss doch gleich losgehen. Das muss doch gleich mal losgehen. Wie weit sind wir noch von weg? Was sagt das Spiel hier? 1 Kilometer? Jetzt geht's los. Das sind noch die anderen, aber die könnten wir auch fangen. Ich glaube, die haben auch die Saison. Ich muss da jedes Mal nachschauen, weil ich nicht jeden Tag dieses Spiel spiele. Fischtypen, das müssten hier die Kotz sein. Die haben auch bis April die Saison. Die könnte man theoretisch auch fangen. Würde ich sagen, Feuer frei, oder? Feuer frei. Rennen wir gerade mal nach hinten und probieren wir die ganze Sache einfach mal aus. Jawohl. Das erste Netz wird ins Wasser gelassen. Die erste Boje ist drin. Das Netz ist nicht ganz so lang wie die Longline. Das war, glaube ich, schon das erste Netz. Genau, das erste haben wir somit ins Wasser geschmissen. Dann gleich mal das zweite hinterher. Ist nur 160 Meter lang. Nicht 2,5 Kilometer wie die Longline. So, das nächste. Ins Wasser. Also wir haben 5 Netze hier drin und 5 Netze da. 10 Netze insgesamt. Sieht ja schön kleine Abstände. Nächstes Netz. Dann haben wir hier gleich den einen Behälter leer. Ich gehe mal so einen Schritt zurück, nicht, dass ich vom Netz mitgerissen werde. So, eins haben wir noch da drin, oder? Jawohl. Ich gucke gerade nochmal hier auf das Sonar. Jawohl, das andere ist, glaube ich, Heilbutt, oder? Heilbutt und die Pollax. Ich glaube, Heilbutt dürfen wir jetzt auch fischen, oder? Fischtypen. Ja, das müsste Heilbutt sein. Entschuldigung, Stimme lässt gerade ein bisschen nach. So. Das heißt, hier können wir jetzt auch ins Wasser schmeißen. Bis jetzt brauchen wir hier das Teil noch nicht. So, da haben wir jetzt natürlich eine größere Lücke, was das Netz betrifft. Machen direkt mal weiter. So. Bojen wieder dran. Und dann geht's weiter. Ich kann noch gerade mal auf der Map hier gucken. Da haben wir schon eine ordentliche Linie mit Netzen. So, wieder die Boje dran machen. Das macht das Spiel automatisch. Man muss immer nur kurz warten. Dann geht es hier direkt weiter. Ja, eine schöne Linie. Mit ganz vielen Bojen. Ist natürlich mies, wenn man da irgendwie als anderes Schiff da durchfahren möchte, aktuell die Linie, und kommt nirgendwo durch oder man weiß nicht so genau, wo man durchfahren kann. So. Netz haben wir aber jetzt alles ins Meer geschmissen. Somit können wir eigentlich hier den Schub mal rausnehmen. Stoppen den Autopilot. Ja, wir haben jetzt hier die Pollax und die Kotz, also das ist schon mal soweit so gut. Und ich glaube, wir können gerade mal nachschauen. Fischen. Netz. Ich glaube, hier steht keine Zeit drin. Das heißt, man weiß nicht so genau, wie lange man hier warten muss. Wir können es gerade nochmal überfliegen. Hm,
Nee, sehe ich jetzt aktuell hier keine Zeit. Ja, beim Longline-Fischen steht hier von 12 oder zwischen 12 und 17 Stunden soll man warten. Bei dem Netz steht das nicht dabei. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir vielleicht auch mal so 12 Stunden warten ungefähr. Ja, einfach mal so als Vorschlag. Das ist einfach mal ausprobieren. Das Arbeitslicht ausschalten, das ausschalten. Da haben wir den Schlüssel. Okay. Schalten wir das aus. Licht wieder aus. Sonar aus. Gehen wir schlafen. Überspringen wir die Zeit. Und dann gucken wir mal, was wir so in den Netzen drin haben. So, 12 Stunden. Dann haben wir hier 14:50 Uhr. Endlich wieder Tageslicht. Schmeißen wir die Kiste an. Fahren wir an die Bojen ran. Genau, wir haben die total lange Linie hinter uns. Dann ziehen wir das Netz mal ein, mal gucken, was da jetzt so bei rumkommt. So, da sehen wir die Linie. Da sind die ganzen Bojen. So, wir müssen mit der linken Seite, glaube ich, da dran fahren. Nee, mit der rechten. Mit der rechten. Entschuldigung, mit der rechten Seite, nicht mit der linken. So. Machen wir mal langsamer. Müssen noch ein bisschen einlenken. Jetzt sehen wir natürlich jetzt nicht ganz so gut, was hier Sache ist. So, wir kommen aber näher. Ich würde jetzt einfach mal hier so bleiben. Genau, da ist die Boje. Dann können wir hiermit, glaube ich. Können wir die Boje jetzt so. Okay, wir müssen das hier noch schließen. Geht es jetzt los? Muss ich noch irgendwas machen? Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Boje. Die Boje ist verschwunden. Vielleicht sollte ich die Geschwindigkeit noch mal ein bisschen erhöhen. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis das dann hier dargestellt wird, richtig? Hallo? Gehen wir auf Stufe 3. Ah, da kommt das Netz. Da ist es. So, hier kann man jetzt, wie gesagt, die Geschwindigkeiten einstellen. Einmal hier Stufe 1. Extrem langsam. Stufe 2 und Stufe 3. 3 ist ziemlich schnell. Wir gehen mal auf die 2. Aktuell noch kein Fisch hier dabei. Ach so, mit diesem Kran hier können wir aussehen, wo das Netz wieder eingefüllt werden soll. Okay. Alles klar. Das heißt, fünfmal können wir da Netze reinfüllen und fünfmal dann da drüben. Und da kommt der erste Fisch und. Okay. Müssen wir jetzt wahrscheinlich befreien. Ach so, was wir hier noch machen müssen, ist diese Box nach vorne. Und dann können wir den Fisch hier nehmen und können ihn da in die Box schmeißen. Ich kann mal gucken mit X. Genau. Current fish has been lost. Ja, dieses Netzangeln ist noch ein bisschen buggy. Das war in dem YouTube-Video, was ich mir angeschaut hatte, auch so. Derjenige hat auch die Fische da reingeschmissen in Richtung Box. Wenn die Fische nicht hundertprozentig in den Boxbereich landen oder an gewissen Stellen in der Box landen, dann zählen die einfach nicht. Ist sehr doof. Hoffen wir einfach, dass wir wenigstens ein paar Fische bei rumbekommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Eigentlich kann man das hier auch schnell laufen lassen, weil das Netz stoppt automatisch, sobald ein Fisch hier ist. So. Der ist auch wieder daneben gefallen. Das ist echt doof. Also kann sein, dass mir komplett leer ausgeht. Oha. Der ist ein bisschen verrenkt, aber der ist auch ultra groß. So, das Problem ist halt, ich muss von dieser Seite aus hier arbeiten. Tschüss. Also das Netzfischen ist nicht so geil. Das war's schon. Das war der erste Schwung und wir haben keinen einzigen Fisch davon gefangen, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Das ist doof. Wollen wir hoffen, dass das hier mit den anderen Netzen ein bisschen besser klappt. Weil so ist dann schon ein bisschen blöd auf eine gewisse Art und Weise. So. Dann klappen wir das runter. Und starten hier. Dann haben wir die Boje wieder eingezogen. Dauert es kurz und dann kommt da das Netz. Gut, Netz Nummer 2 wird da wieder eingefüllt. Wieder so ein Riesenfisch. Problem ist halt auch, man sieht überhaupt nicht, wie der sich gerade unten rumbaumelt. Ja, das Problem ist halt auch, ich kann nicht springen und ich kann halt da hinten auch nicht durch. Das heißt, der Fisch wird sehr wahrscheinlich auch wieder daneben landen. Ich gebe gerade mein Bestes. Ich sehe es halt nicht, wo er mit seinem Kopf ist, aber.
You can't park there. Ah, gut. Ich kann den da so nicht reinschmeißen. Okay, so wird das nix. Jetzt ist die Box noch eingefahren, weil ich E gedrückt habe, um den Fisch aufzunehmen und gleichzeitig die Box noch mit reingefahren ist. Gott, dann lieber Longline. Wir haben zwar viele Fische dran, aber wenn das so nicht funktioniert, ist auch wieder daneben gefallen. Also da muss auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet werden. Das Netzfischen war ja auch eine Zeit lang deaktiviert, weil es halt so extrem buggy war. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so ganz besser geworden. Jetzt ist die Box wieder eingefahren mit der Taste E. Das Problem ist halt auch, das Spiel macht halt auch mehrere Dinge. Mit einer Taste. Statt nur eine zu akzeptieren. So, jetzt komme ich hier nicht mehr an den Fisch dran, so wie es aussieht. Kann ich den mit dem Haken irgendwie aufpieksen? Nö, kann ich nicht. Oh Gott, ich habe jetzt natürlich auch nicht gespeichert. Kann ich hier starten? Kann ich nicht. Ich habe nach der Fahrt nicht gespeichert. Das ist so ein bisschen das Problem. Beziehungsweise ich habe nicht zwischengespeichert. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Zwischenspeicherstand gibt. Aber nee, da würde ich fast wirklich sagen, lieber Entwickler, nehmt das nochmal raus, bis das funktioniert. So macht es keinen Sinn. Das war kurz draußen, im nächsten Update kam es wieder und ja. Ihr seht ja selber, wie gut es funktioniert. Die meisten Fische landen daneben. Und hier, der Fisch ist so hingepackt, dass ich ihn nicht mehr aufnehmen kann. Ich kann jetzt hier auch nicht mehr weg, weil das kann ich nicht mehr hochklappen. Ja, sobald da ein Netz drin ist, kann ich es nicht hochklappen. Solange da noch ein Fisch ist, kann ich hier das Netz auch nicht mehr weiter ablaufen lassen quasi. Vielleicht, wir können aber hier das Netz einziehen, abbrechen. Genau, Not aus. So, dann ist das Fisch, das Netz jetzt aber auch komplett verloren. Gut, zweites Netz. Auch kompletter Fail. Probieren wir das dritte nochmal. Boah, das ist echt ärgerlich gerade. Das ärgert mich gerade richtig. Zum Glück haben wir die Funktion, dass man hier abbrechen kann und Not aus. Aber das bringt ja irgendwie so halt auch nichts. So, mit ganz viel Feingefühl. Ich kann halt auch irgendwie nicht so richtig Schwung nehmen, dass der so weit fällt, dass der da irgendwie gut drinnen landet. Wo willst du denn hin? Der baumelt halt nur nach rechts und links. Ich kann auch jetzt nicht hier so auf gut Glück Schwung holen und den dann da loslassen. Komm, jetzt fall doch mal da rein. Es kann nicht so schwer sein. Tschüss. Ja. Der ist auch wieder verloren gegangen. Auch obwohl der so drei Viertel in der Box war, ist der verloren gegangen. Das ist ja echt beschissen. Ich mag das Spiel sehr, aber das Netzfischen, ich würde es euch allen... Jetzt ist die Box wieder weg. Jetzt ist die Box wieder weg, weil ich mit E den Fisch aufgenommen habe und mit E tut man auch die Box ein- und ausfahren. So, komm, auf ein neues. Ich muss halt so nach oben. Der Fisch ist so groß, dass selbst wenn ich nach oben gucke, kommt er nicht in Richtung Box. So. Richtung Box. Jetzt ist er schon wieder bei mir. So, dann habe ich in die Luft geschmissen. Er ist auch wieder weg. Das ist nicht befriedigend. Der war doch hundertprozentig in der Box drin. Wir gucken hier gerade nochmal nach. Ja, man soll die Fische in der Box platzieren. Wenn ich die Box hier unter diesem Förderband habe, kriege ich die Fische da nicht rein. Die Box muss so nach vorne geschoben werden. Ja, dass man so die Fische da reinschmeißen kann. Aber was bringt mir das, wenn ich diese Box nicht erreiche? Ich habe jetzt hier so viele Netze rausgeschmissen und eingezogen und einfach keinen einzigen Fisch da drinne.
Und man sieht ja selber, die Box steht so da, dass wenn der Fisch normalerweise hier über die Kante drüber fällt, landet er normalerweise in der Box. Im Spiel fällt er aber einfach noch durch und zählt dann nicht. Das ist echt gerade richtig mies. Also wir werden hier wahrscheinlich keinerlei Ausbeute haben. Das heißt, um Geld zu verdienen, werden wir nochmal die Longlinern ausschmeißen. Entweder mit dem Schiff hier oder mit einem anderen. Ich würde aber dann fast vorschlagen, dass wir das Schiff nehmen und mit Longlines ausstatten. Weil ich denke, wir können hier wahrscheinlich noch mehr Longlines mitnehmen. So, die Kiste ist wieder vorgeschoben. Das heißt, wir kommen da eigentlich dran. So, ich will nur über die Kante drüber. Aber das geht halt wieder irgendwie nicht. Weil du kommst, wenn du so dastehst, seht ihr ja selber, dann kommt der Fisch nicht über die Kante drüber. Und wenn ich es so hoch mache, wo der Fisch normalerweise nach vorne fliegt, treffe ich nicht. Und jetzt ist der Fisch wieder über die Kante gefallen, aber steht wieder da. Der Fisch ist verloren gegangen. Und hier an den Skills liegt es normalerweise auch nicht, weil die kann man alle noch nicht benutzen. Die sind noch nicht verfügbar. Momentan funktioniert Fischen noch auf die Art und Weise. Ja, das ist... Also ich mache da in dem Sinne, glaube ich, nichts falsch. Ich hatte mir auch ein Video dazu angeschaut und der hat das genauso gemacht. Der hatte aber die gleichen Probleme wie ich. Selbst der Fisch liegt jetzt eigentlich drinne, aber zählt noch nicht. Und deswegen kann ich hier noch nicht starten. Ich kann den Fisch aber nochmal aufnehmen. So, jetzt ist die Box wieder eingefahren, der Fisch ist jetzt daneben gefallen. Aber ich glaube, der hat gezählt. Der hat gezählt. Der müsste gezählt haben. Da wurde nichts angezeigt. Obwohl der vollkommen neben der Box gelandet ist. So, wir probieren es nochmal. Auf ein neues. So, du bist jetzt mit dem Kopf schon in der Box drin. Ich lass dich los. Der müsste auch gezählt haben. Also vielleicht mit ganz, ganz, ganz viel Übung. Vielleicht kriegt man das dann gut hin. Oder einigermaßen brauchbar hin. Trotzdem werden hier noch sehr viele Fische verloren gehen. Dagegen ist das, was du beim Longline-Angeln verlierst oder Longline-Fischen verlierst, echt wenig. Das ist echt wenig im Vergleich dazu. Wir haben es zwar auch bei der Longline gehabt, so ein, zwei Mal, dass ein Fisch verloren gegangen ist, aber nicht so schlimm wie hier. So, ansonsten so von der Bedienung her ist das ganz cool. Achso, vielleicht müsste ich auch hier mal das umschalten. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Netze wir schon an Bord gezogen haben, aber 1, 2, 3, 4, 5, okay. Die Box ist dann voll, wir müssen dann den Kran umschalten. So. Okay, der baumelt auch mit dem Kopf in der Box, ihr seht's alle. Wenn ich loslasse, springt der immer noch so ein bisschen hoch, aber der müsste eigentlich gezählt haben. Jawohl. Der zählt. So, versuchen nochmal unser Glück weiter. So, der müsste auch zählen. Er ist drinne. Ich lass los. Er springt nochmal hoch und ist drinne. Okay. Es wird langsam. Also bei der Größe von den Fischen geht's einigermaßen. Man muss halt wirklich so seinen Rhythmus, glaube ich, finden, dass es einigermaßen funktioniert. Dass die Fische auch in die richtige Richtung wippen. Oder schaukeln, dass man das dann richtig machen kann. So, jetzt fahren wir hier das auf die andere Position. Jetzt haben wir hier die kurze Lücke. Da vorne geht es dann weiter mit den Bojen. Okay, ich bin aber gerade ein bisschen erleichtert, dass wir wenigstens ein paar Fische hier schon an Bord haben. Ist aber trotzdem im Vergleich zum Longline-Angeln wenig. Aber das Gute ist, du brauchst halt für das Netzfischen keine Köder. Das heißt, du sparst da in dem Sinne ein bisschen Geld und tust trotzdem ordentlich Fisch an Land ziehen, beziehungsweise an Bord ziehen. Wenn es halt mit der Box einigermaßen funktioniert. So, wo ist die Boje? Da kommt sie. Hoffe, das passt soweit, dass wir drankommen. Ja. Passt. So, Leine wird wieder eingezogen. Diesmal müsste das Netz dort hinten reingeschmissen werden. Perfekt. Oh, du bist ein großer. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Der ist wieder größer als ich. Den kann ich jetzt wieder nicht so gescheit steuern. Den muss ich erstmal über meinen Kopf schleudern. Und jetzt muss der irgendwie so ein bisschen in die Box rein. Genau, er ist in der Box drin. Ich drücke wieder E. Also es wird mit E angezeigt, dass man den Fisch
quasi richtig positioniert hat. Das muss man aber auch alles erst wissen und rausfinden und austesten. Es wird angezeigt Storage Fish, wenn der korrekt positioniert ist. Ansonsten wird nur Drop Fish mit X angezeigt. Wenn du richtig bist, jetzt sieht man's, Store the Fish mit E. Auch wenn er komplett kacke da lag, jetzt hat er aber gezählt. Gut, das muss man erstmal wissen. Das habe ich am Anfang falsch gemacht, deswegen funktioniert es jetzt. Ich habe gedacht, man muss den einfach hier mit Taste X reinschmeißen. So. Nee, jetzt funktioniert es soweit. Okay, wir haben den Dreh raus. Ist zwar so irgendwie auch nicht so ganz optimal gelöst, aber ist okay. Weil wenn die Fische hier daneben fallen optisch, ist es kacke. Aber gut. So. Wir haben es noch hinbekommen. Das heißt, dein Fisch muss einfach irgendwo dort schweben, dass das Spiel dann anzeigt, drücke E und dann funktioniert das, dann passt das. So, ich glaube, ich habe die Boje gerammt. Aber müsste passen, wenn wir hier, genau, Netz kommt. Auch da drüben wieder eingelagert, wunderbar. So, hier haben wir wieder einen großen Kollegen. Er muss jetzt jeder für sich selber wissen, ob Longline-Angeln besser ist oder... Oh, die Box ist wieder eingefahren, weil ich E gedrückt habe. Und ihr wisst ja, E bedeutet immer einmal das und einmal das. Kann ich den ablegen gerade? So, Box nochmal raus. Wir packen den nochmal am Schwanz. Store the Fish. Ja, ich habe da nicht vorher drauf geachtet, dass es da beschrieben steht. Ich habe nur geguckt, ob der Fisch in der Box ist. Ja, so ist er eigentlich vollkommen daneben. Aber wenn ich E drücke, zählt er, fällt er rein. Muss man erst rausfinden. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder den nächsten Bug erwischt. Der andere Fisch wird nochmal angezeigt, also müssten wir den nochmal hier platzieren. Das ist aber natürlich nicht korrekt. Okay, der Fisch wurde jetzt, oder ist jetzt verloren gegangen. Der wird mir gerade gar nicht gewertet, oder? Doch, jetzt kann ich den hier abarbeiten. Der andere ist jetzt nochmal durchgefallen. Und keine Ahnung warum, der war ja eigentlich schon drin. Oh, diese großen Kollegen sind aber auch echt ein Problem. So, store the fish. Ja, fällt auch vollkommen neben die Box, aber okay. Da haben wir was Kleines. Müssten diese Pollex wahrscheinlich sein. Store the fish, passt. Gut. Hier, da muss ich mein Gemecker vom Anfang ein bisschen zurücknehmen, aber nur ein bisschen, weil das ist trotzdem kacke. Aber so funktioniert's wenigstens. Es funktioniert wenigstens. Das ist das Wichtigste. Das Optische, dass es nicht so ganz passt, das ist was anderes. Aber am Anfang achtest du natürlich mehr so auf das Optische, ob das gerade hinhaut oder nicht. So, gerade mal eine Vollbremsung hingelegt. Ich habe keine Ahnung, wo die Boje ist gerade. Die Boje ist wahrscheinlich vor uns. Ja, da ist er. So ein bisschen unter dem Schiff. Das ist jetzt nicht gut. So, ich hoffe, das ist nah genug dran jetzt. Ah, wobei, wir sind schon wieder ganz schön weit weg. Ja. Wobei, Moment, es steht ja da, wir können starten, wenn wir das hier runterklappen. Ja, hat gezählt. Okay. Hätte ich vielleicht vorher auch mal runterklappen sollen. So, das Netz kommt wieder. Und wie halt am Anfang gesagt, man kann hier die Geschwindigkeit sich selber einstellen. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen langsamer machen möchte, kann man die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. So, das zielt. Ja, ganz langsam kann man es auch laufen lassen. Da kommt schon der nächste an. Aber wir gehen hier auf die 3. Wie gesagt, das Netz stoppt sowieso automatisch. Jetzt ist die Box wieder eingefahren worden, weil ich eh gedrückt habe beim Fisch aufnehmen. Es ist nicht optimal. Es funktioniert, ist aber nicht optimal. So. Der ist wieder schön zerdellt. Store the fish. Von mir aus. Wenn es da schon angezeigt wird, so früh, kann man das machen. Okay. Das war das Netz. Gucken wir mal, wie viele Fische wir jetzt aktuell haben. Da eine Tonne, da 2,8, 3,5 von dem Pollex, 875 davon, 3,3 davon, 12,3 davon, 4. Wir haben aber nicht so viel wie bei dem Longline-Angeln. Beziehungsweise Fischen. Oder?
Also Longline ist schon irgendwie ein bisschen lukrativer, habe ich das Gefühl. So, wir haben wieder das Geräusch gehört, also müsste normalerweise funktionieren. Und da kommt auch schon das Netz. Jawohl. Okay. So. So, store the fish. Der liegt jetzt auch wieder komplett daneben. Ihr seht es ja selber. Aber der zählt. Weil ich eh gedrückt habe. Im passenden Moment. Deswegen zählt er. Auch wenn der halt meilenweit von der Kiste wegliegt. So, store the fish. Auch wieder E. Ist auch wieder halb aus der Kiste rausgeflogen. Aber der hat auch gezählt. So, somit können wir jetzt hier zumachen. Schade halt, dass die Kiste sich nicht füllt. Wäre cool, wenn die irgendwann voll wäre, man die irgendwie in den Laderaum bringen müsste oder so. Aber gut, man kann nicht alles haben. Oh, ein bisschen arg hart versteuert gerade. Das Ruder zu doll rumgerissen. So, lassen wir uns mal hier näher dran treiben. Bis hier das große Schiff ausgebremst ist, dauert es ein bisschen. Echt, sind wir noch zu weit weg, aber das ist doch direkt hier vorne. Das ist doch direkt hier. Jetzt funktioniert es. Hat noch ein bisschen länger gedauert. Manchmal muss man hartnäckig bleiben. Aber wir haben schon wieder Sonnenuntergang. Okay. Wo haben wir noch einen Haken? Jetzt haben wir irgendwo wahrscheinlich einen Haken, den ich nicht sehe, wo ich nicht drankomme. Das heißt, dieses Netz ist auch wieder für den Popo. Ich drücke gerade die ganze Zeit eh, um irgendwie den Fisch zu lösen, aber es geht nicht. Somit haben wir wieder ein verbuggtes Netz. Müssen wir wieder über den Notstopp beenden. Na dann. Ja, das war jetzt nicht so hundertprozentig lukrativ. Ich würde aber sagen, wir schmeißen einfach das Netz nochmal raus. Oder? Weil so viel, das lohnt sich nicht zurückzufahren. Das lohnt sich nicht so wirklich zurückzufahren. Ich bin gerade überlegen, machen wir das in der Folge noch? Also ich würde, glaube ich, in der Folge nochmal die Netze ausbringen und wir holen die dann in der nächsten Folge rein und fahren dann zurück und vielleicht schmeißen wir dann nochmal die Netze raus. Ist gerade nochmal das Sonar hier aktiviert. Okay, die Pollacks sind sogar noch da. Wo die eigentlich da oben sein sollten. Also ich würde jetzt auf jeden Fall das Schiff mal wenden. Moment. Genau, so in Richtung der Linie. So. Dann würde ich jetzt gerade dem Autopilot noch einen Befehl geben. Also wir entfernen hier alle Markierungen. Das sind die Pollacks, die hätte ich ja am liebsten. Dann lege ich mir hier einfach mal eine Route fest. Sagen wir das so. Genau. Dann können wir dem Autopilot sagen, folgt der Route. Okay, jetzt sind die Pollacks aber weg. Okay. Genau. Autopilot folgt jetzt der Route. Und wir fangen hier an, die Netze wieder rauszuschmeißen. Weil von... Ups. Von... Den Fischen können wir auch ruhig fangen. Die haben ja auch im April noch ihre Saison. Somit würde ich sagen, let's go. Legen wir los. Arbeitslicht nochmal hier hinten eingeschaltet. Erstes Netz ist im Wasser. Zweites Netz hinterher. Der Autopilot macht gerade merkwürdige Dinge. Da haben wir gerade einen schönen Sonnenuntergang. Müssen wir eigentlich ein Foto machen. Ah, sieht man aber gerade nicht ganz so toll. Oder sieht nicht ganz so toll aus auf dem Foto. Naja, gut. Ja, nächstes Netz. Jetzt haben wir wieder zu große Lücken dazwischen. So, wo fährt denn der Autopilot lang? Was für Geschlängel macht er denn da? Naja, komm, nächstes Netz. Weiter geht's. Das Netze ausbringen macht Bock. Das macht auf jeden Fall Bock. Das funktioniert auch gut. So, hier haben wir immer noch die Cords, okay.
So, dann haben wir das hier gleich leer. Hier finde ich es auch schön, dass man bei den Netzen sieht, dass die weniger werden. Ja, bei der Longline siehst du das ja nicht. Hier sieht man es, okay, es wird weniger. Bei den Longlines hast du das ja nicht. Longline-Eimer ist immer voll, bis er leer ist. Wäre schön, wenn bei diesen Longlines halt auch dieser Effekt wäre, dass der Eimerinhalt sich langsam leert. Dann weißt du auch so grob, wie weit du bist. So. Ja, hier haben wir wenigstens eine einigermaßen gute Linie hinbekommen. So, ich will gerade nochmal hier auf das Sonar schauen. Immer noch nur von denen, okay. Ja gut, ist aber auch nicht schlecht. Ich lasse mir jetzt gerade mal ein bisschen mehr Zeit mit dem Netzen auswerfen und gucke ab und zu nochmal hier auf das Sonar und schaue nochmal, wo wir hier sind. Ja, wir sind halt noch weit weg wahrscheinlich von denen. Ja, die sind erst hier oben. Ja gut, ich habe aber auch nichts dagegen, wenn wir von denen nochmal ein paar rausziehen. Die sind halt riesig. Das ist so ein bisschen das Problem. So. Genau, dann ist das hier leer. Dann würde ich mal sagen, Vollbremsung. Oder komm, wir ziehen auch nochmal in der Folge die ganzen Netze hoch. Scheiß drauf. Das machen wir noch. So nah deaktivieren wir gerade mal. Arbeitslichter, das Fahrlicht. Dann schalten wir den Motor aus, sobald wir den Autopilot deaktiviert haben. Das war sonst auch immer mein Fehler, habe ich nicht gemacht. Genau. Dann würde ich jetzt einfach hier vorschlagen, wir überspringen wieder ein bisschen Zeit. Sagen hier mal wieder so 12 Stunden rum. Genau. So. Dann haben wir das. Dann haben wir das schon mal. Schmeißen wir die Kiste wieder an. Unsere Lichter auch wieder. Fahren wir zurück und ziehen die Leinen wieder, beziehungsweise die Netze wieder ein. Ups. So, da ist das erste Netz. Bis jetzt haben wir mit dem Wetter auch noch einigermaßen Glück. Also Wellengang ist voll in Ordnung. So, noch ein Stück näher. Machen wir hier alles soweit startklar. Drehen das gerade mal wieder rum. Klappen das hier runter und klicken hier auf Start. Die Boje müsste gerade hier irgendwo unter uns gewesen sein. Müsste also passen. Geschwindigkeit sind wir auf 3, also wieder Vollgas. Box ist noch ausgefahren, beziehungsweise ist noch draußen. Wunderbar. Ja, jetzt die Box wieder reingefahren, weil ich wieder E gedrückt habe. So. Starfish passt. Und Starfish. Also man kann eigentlich hier bleiben mit der Sicht, drückt einfach E nochmal, so wie es aussieht. Man muss die nicht so von Hand da rein buxieren, so wie es aussieht. Probieren wir es gerade nochmal aus. So, Starfish. Man muss einfach nur hingucken und E klicken. Okay, muss man erst wissen, rausfinden. Ist aber so ein bisschen doof. Aber okay. Gut, erstes Netz haben wir. Es geht ja eigentlich recht schnell. Das ist so ein bisschen vielleicht hier auch von der Methode so von Vorteil. Irgendwie sieht es ein bisschen nebelig aus gerade. Naja. Du bist halt mit der Methode doch schon ziemlich schnell. Bis du immer deine ganze Longlines ausgebracht hast, deine 10 Kilometer mit den 4 Leinen. Das dauert schon ein bisschen. Und dann wieder eingezogen hast und so weiter. Das ist schon zeitaufwendig. Hier, das geht eigentlich wirklich schnell mit den Netzen. Und theoretisch könnte man ja direkt wieder die Netze rausschmeißen ins Wasser. So. Ja, jetzt klappt's aber. Wenn man das einmal weiß, mit dem einfach eh klicken, in egal welcher Position, hauptsache mal guckt in Richtung Box. Ja, wenn man natürlich so wieder macht, dann fährt die Box wieder rein. So, Starfish. Zack, zack. Starfish. Ja, das war schon wieder das nächste Netz. Boah, ich frage mich, ob wir dann irgendwann noch größere Fischerboote bekommen, weil größere Schiffe sind ja auf jeden Fall geplant. Und ob du dann noch größere Netze bekommst und was du dann alles so an Land ziehst, beziehungsweise an Bord ziehst. So. Runter damit. Starten. Oh, ist die Boje unter uns gelandet? Ah, nee. Jetzt hat's geklappt. Sehr schön. Ich raste da immer so ein bisschen arg drauf zu. So, Fisch aus dem Netz getrennt. Dann können wir hier einfach wieder E drücken. Da ist schon wieder was Großes.
Das sieht nicht so ganz gesund aus. Aber ich glaube, ihm geht's gut. So. Okay. Schauen gerade mal ins Inventar vom Boot. Ja, wir haben einige von den Pollacks diesmal. Die haben wir bei der Longline immer ein bisschen weniger. Die haben auch schon 21 Tonnen. Nicht schlecht. So, da vorne sind die nächsten Bojen. Wir rasen wieder schön drauf zu und dann wieder Vollbremsung quasi, beziehungsweise wir nehmen den Schub wieder raus. Dann treiben wir ja da noch so ein bisschen näher dran. Okay, noch nicht nah genug. Jetzt schon. Genau. Ja, man hört das immer am Geräusch. Das klingt immer ein bisschen anders, wenn es passt. Der ist ja klein. Der ist ja süß. So, passt. Passt. Jo, das ist ein bisschen was Größeres. So. Der hat gezählt. Der ist zwar vollkommen aus der Box gefallen, aber der hat gezählt. So. Weiter geht's. Ich denke mal, dass wir in der nächsten Folge dann nochmal die Netze rausschmeißen und dann begeben wir uns so langsam in Richtung Heimathafen. Und da müssten wir auch genug Geld zusammen haben oder zusammenbekommen, damit wir dann uns das größte Serviceboot kaufen können. Kommen wir da nicht dran diesmal? Doch jetzt. Jetzt. Genau. Perfekt. So, ich muss aber dann gleich mal gucken, weil die Box ist, glaube ich, dann auch bald immer voll. Muss man dann gleich mal abzielen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich gucke mal passend nach. Wir müssen gleich hier wieder den komischen Kran da umstellen. So, passt. 1, 2, 3. Passt. Kommt da noch was? Ich glaube nicht, nö. Gut, dann wieder hoch damit. Den wieder auf die andere Position stellen. Und weiter geht's. So, wo sind die Bojen? Ah, die sind links. Moment, harte Kurve. So, Schub wieder raus. Ich sehe die halt gerade überhaupt nicht. Müsste aber hier irgendwo sein. Jawohl. Runter damit. Starten. Haben wir gerade eine Möwe an Land gezogen oder was ist los? Das klingt ja gerade sehr unangenehm. So. Okay. Ich achte gerade einfach nur noch auf den Text. Ich weiß nicht, wo ich hingucke. Ich gucke immer nur, wann da angezeigt wird. Jo, jetzt E drücken, damit der Fisch eingelagert ist. So. Da haben wir den nächsten. Das war's schon. Jawohl. Weiter geht's mit dem nächsten Netz. Das haben wir dann hier. So. Ich habe das Gefühl, der Wellengang wird langsam ein bisschen härter. Ups. So, das passt aber von der Position perfekt. Die Boje war genau hier. Da kommt das Netz. Wird hier reingeschmissen. Wunderbar. Ja, später im Spiel, im Laufe des Early Access, kommt ja noch hinzu, dass man die Fische noch ausnehmen muss und so weiter und so fort. Also es wird alles auf jeden Fall noch einiges komplexer. Man muss noch einiges dann mehr machen. Aber manchmal ist es dann nicht schlecht, wenn man schon im Early Access bei so Spielen mit dabei ist, wenn die komplexer werden, weil dann lernst du so langsam immer mehr dazu, wie das funktioniert. Na klar, manchmal weiß man, dann kommt man da ein bisschen durcheinander, weil du hast halt damals so gemacht, irgendwann funktioniert es vielleicht so. Aber trotzdem ist es schon mal ganz gut, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Gerade wenn man halt, wie ich, nichts mit Fischerei zu tun hat oder so, bist halt so ein bisschen aufgeschmissen am Anfang. Longline fischen, wie macht man denn das? Warum denn das? Wieso? Was brauche ich dafür? Und so weiter. Ja, muss man erstmal gucken.
ist in dem Fall dann noch recht einfach jetzt hier, weil noch viele Funktionen nicht mit dabei sind oder auch jetzt hier mit dem Angel mit dem Netz sind auch noch viele Funktionen nicht dabei, Fische ausnehmen und so weiter. Und trotzdem wissen wir dann schon mal, wie das alles hier mit dem Netz funktioniert und später kommt vielleicht nur noch eine Sache dazu und dann musst du nur noch eine Sache dazu lernen. So, dann ab in die Box. Da hängt schon der nächste. Da ist schon der nächste. Also hier, das Netz hat ordentlich Fische gefangen. So, ich glaube, das war's jetzt. So, wir schauen gerade nochmal. Ups, falsch. Inventar wollte ich. Was haben wir denn hier? 7,4 Tonnen Pollack, 9,2, 2,5, 8,7, 32 Tonnen. Boah, 32,5 sogar. Nicht schlecht. Kann man machen. Boah, aber so mittlerweile macht das mit dem Netzangeln doch Spaß. Am Anfang war es echt tricky, weil ich das mit dem E-Drücken nicht gesehen hatte, aber jetzt ist okay. Und dadurch, dass es so schnell geht und man hat immer was zu tun als Spieler, ist es schon in Ordnung. So, ich glaube, wir fahren voll an die Boje. Man hört's. Aber jetzt hat's funktioniert. Genau. Ich muss auch dann gleich mal gucken, wie viel Sprit wir bis jetzt verbraucht haben. Habe ich komplett außer Acht gelassen. Die ganze Zeit. Nicht, dass uns der Sprit bald ausgeht. Ich bin hier noch fleißig am Fischen. Das wird teuer. So, das funktioniert so. Ja, jetzt ist die Box wieder eingefahren. So. Gut. Dann haben wir noch ein Netz. Das haben wir da vorne. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt dann doch schon zurückfahre in der Folge. Die Folge wird immer länger. Aber dann hätten wir das wieder in einer Folge drin. Und in der nächsten Folge dann vielleicht nochmal mit dem neuen Serviceboot, falls wir uns das dann wirklich leisten können, rausgefahren. Kommen wir jetzt dran an die Boje oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie nicht. Nee. Jetzt. Doch, okay. Dass wir noch die Fische zusammen wegbringen. Ich glaube, wir haben einige Tonnen dabei. Und falls wir halt noch Geld brauchen, fahre ich halt nochmal außerhalb der Aufnahme dann irgendwie raus. Könnte man so machen. Jetzt ist halt immer so ein bisschen schwierig, vorher die Folgen zu planen, was man genau alles macht und wie viel man von allem macht und so weiter. Deswegen bin ich da immer so spontan während dem Aufnehmen und überlegen, was machen wir noch, wie lange geht die Folge noch und so weiter und so fort. Ja, gut. Wir haben das letzte Netz reingeholt auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, ich stelle mein Ziel ein in Richtung Hafen, klappe hier alles ein. Netze sind alle wieder vorhanden. Machen wir die Tür zu. Genau. Dann stellen wir noch hier zusammen die Route ein, die wir jetzt fahren. Das Gute ist, wir sind jetzt schon hier unten. Wäre jetzt schlecht gewesen, wenn wir noch da oben wären, dann hätten wir noch weiteren Weg gehabt. Wir entfernen die komplette Route jetzt und legen unsere Heimfahrstrecke fest. Können wir bis dahin machen wieder, dann bis dorthin. Hier haben wir wieder so einen Spezialtransportauftrag. Das will ich mir dann auch mal anschauen. Das habe ich noch nicht angeschaut. Ich denke mal, wir können jetzt da einfach genau hinfahren, Material aufnehmen. Das ist eine mittelgroße Fracht. Im Büro haben wir nur die kleinen Frachten. Hier auf der Map verteilt haben wir die mittelgroßen Frachten. Dann könnte man auch mal den Kran benutzen. Könnte man auch mal machen. So, da ist unser Zielhafen. Sind wieder einige Kilometer. Und ich würde sagen, Feuer frei. Sprit geht noch, sieht gut aus. Ziemlich voll noch, dafür, dass wir die weite Strecke gefahren sind. Und genau, dann befinden wir uns hier jetzt auf dem Heimweg. Autopilot ist aktiviert. Ich hoffe, der macht keine dummen Dinger. Und dann schreibe ich mir wieder die Zeit auf, weil ich hier einen Cut setze, beziehungsweise was ich da rauscutte. Genau. Machen wir es einfach so. Okay. Dann notiere ich mir gerade mal die Zeit. Und dann sehen wir uns gleich am Hafen wieder. Bis gleich. So,
Wir kommen langsam unserem Zielhafen näher. Der Autopilot hat uns wieder hier ganz souverän nach Hause gebracht. Wir sind jetzt noch ungefähr 1,3, 1,4 Kilometer vom Heimathafen entfernt. Sollten wir also recht schnell ankommen. Ich habe die Zeit wieder sinnvoll genutzt. Ich bin da so ein bisschen am Schmatzen hier nebenbei. Ich habe mir einfach gerade mal ein paar Pizzabrötchen gemacht in der Zeit. Es dauert ja immer ein bisschen, wobei wir so mit 25 Minuten, das geht noch. Ich habe bei der letzten Unterbrechung, beziehungsweise beim letzten Cut, hatte ich mir die Brötchen vorbereitet und jetzt gerade einfach nur schnell in den Backofen geschoben. Ja, kann man wenigstens ordentlich nutzen, die Zeit. So, da sehen wir schon die ersten Gebäude. Die sind also gleich da. Genau, und dann verkaufen wir noch die Fische, dann gucken wir, wie viel Geld wir haben. Sollte uns noch Geld fehlen, werde ich demnächst nochmal losfahren, außerhalb von der Aufnahme. Werde dann nochmal ein bisschen fischen gehen, nochmal ein bisschen angeln. Und dann dafür sorgen, dass wir genug Geld haben, dass wir dann in der nächsten Folge mit dem größten Surfboot losfahren können. Ja, ich will aber nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ich schaue gerade nochmal nach, wobei hier sehe ich das ja gar nicht. Nee, da, okay, da müssen wir gleich nochmal... wenn wir angekommen sind, nachschauen, ob man mit Tier 2 Stufe quasi das letzte Serviceboot fahren kann. Falls man das nicht fahren können sollte, müssen wir in den nächsten Folgen nochmal rausgehen fischen. Ja, weil die ganzen Kilometer abseits von Folgen, das kriege ich nicht hin. Ja, müssen wir einfach mal schauen. Aber ich glaube, wenn wir noch ein, zwei Mal rausfahren würden hier mit Netzangeln oder so, wäre auch vollkommen in Ordnung. Auf der Heimfahrt war es jetzt zwischenzeitlich so, dass die Wellen mal ein bisschen höher geworden sind, aber das hat sich mittlerweile auch schon wieder so einigermaßen gelegt, ist also nicht mehr ganz so schlimm, der Wellengang. Das passt also alles auch so weit. Was wir vielleicht auch noch machen könnten, wäre so eine Frachtmission. Das müsste auch noch möglich sein. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Wir müssen nur ein Schiff uns nehmen, was mittlere Fracht transportieren kann. Den ersten Kran-Skill haben wir ja schon. Frachtboot mit, beziehungsweise Tier 2 Frachtboot könnten wir uns kaufen normalerweise. Das Geld hätten wir dafür. Und jetzt kommt es halt drauf an, wie viel Geld wir jetzt hier nur so verdienen. Aber normalerweise sollten wir jetzt vielleicht uns nicht... das Serviceboot kaufen können, weil vielleicht Tier 3 oder so, ich weiß nicht genau, können wir auch gucken, dass wir vielleicht uns ein größeres Frachtboot kaufen und mit dem dann hier mittelgroße Frachten transportieren. Wir schauen einfach mal. Ja, also wir haben ganz viele Möglichkeiten, was wir so in der nächsten Folge dann machen können. Aber jetzt fahren wir erstmal hier in den Hafen rein und suchen uns eine Halteposition, von der ich auch wieder gut wegfahren kann. Wobei man sagen muss, sobald ich einmal in die Halle gehe, ja, und unser Schiff neu gespawnt wird, stehen wir wieder an der doofen Position. So, ich wollte eigentlich dann hier vorne anlegen. Schon mal so ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Wir sehen auch schon die Markierung da auf dem Boden. Und jetzt drückt uns gerade eine Welle ziemlich nach rechts. Oh, das war knapp. Das war gerade knapp. So, wenn wir jetzt langsamer werden würden, dann könnte man hier andocken. Okay. Wir sind safe. Puh, das war gerade ganz schön knapp. Ihr habt es ja gesehen, wir sind plötzlich so nach rechts abgetrieben. Konnte gerade noch gegensteuern, dadurch, dass wir nicht so viel Gas gegeben haben. War das ziemlich schwer mit dem Dagegenlenken. So, ich wollte eigentlich jetzt noch die Tür hier zumachen, bevor ich vom Schiff runtergehe und die Kiste wieder zur Seite schieben. So, dann gehen wir mal vom Bord. Stehen ein bisschen weit weg, aber lieber zu weit weg, als sie irgendwo dran dotzen. Genau, verkaufen wir erstmal die Fische, dann sehen wir auch, wie viel Geld wir jetzt verdient haben. Und dann gehen wir nochmal in die Schiffhalle. Ah, ist jetzt nicht so viel. Das ist echt nicht viel. Da werde ich nochmal losfahren müssen. Beziehungsweise nochmal los müssen. Wir haben jetzt 4.495.000. Ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Schiff kostet 6 Millionen oder so. Ja gut, wir gucken gerade nochmal nach, welche Stufe man für das andere Schiff braucht. Für das Serviceboot, für das schnellste.
Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Gut. Also, Schiffe. Gerade mal nachschauen. Das auch Tier 2 könnte man also dann kaufen, aber finanziell halt leider nicht möglich. Das hier wäre ein Transportschiff, mit dem wir auch mittelgroße Frachten transportieren könnten. Mit dem hier leider nicht. Das heißt, wir hätten auch die Option, uns das zu kaufen und mit dem eine mittelgroße Fracht mal zu transportieren. Wäre auch mal was anderes. Werden wir aber wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld mit verdienen. Hier müssten wir halt noch einmal rausfahren bis zweimal. Also normalerweise mit einmal rausfahren, ein paar Mal die Netze rausschmeißen oder so müssten wir das schaffen. Also vielleicht tun wir auch in der nächsten Folge nochmal rausfahren, ein bisschen fischen gehen. Dass wir dann das Geld zusammenbekommen für dieses Schiff hier. Oder wir machen halt Frachttransport mal mit Dr. Phil. Das haben wir auch noch nicht. Also ich würde sowieso gerne im Let's Play hier beides noch zeigen. Zwar nur noch einmal die Woche bis zweimal, beziehungsweise pro Woche 1 bis 2 Folgen nur noch von Ships at Seas. Mindestens mal eine Folge, maximal 2. Aber da wollte ich auf jeden Fall noch die 2 Schiffe zeigen. Na gut, wenn ich zeitlich dazu komme, werde ich nochmal außerhalb von der Folge losfahren. Ich bin momentan in Urlaubsvorbereitung, deswegen ist jetzt, selbst die Folge hat jetzt schon wieder 2 Stunden Aufnahmezeit gedauert. Wird es ein bisschen eng wahrscheinlich mit nochmal außerhalb von der Folge rausfahren, fischen gehen und so weiter und dann wieder zurückkommen und das Schiff kaufen. Ich würde fast wirklich vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge nochmal mit dem Netz rausfahren. Und da nochmal fischen, dann uns dieses Schiff hier kaufen, dass wir das schon mal gesehen haben und mit dem unterwegs waren. Dann vielleicht nochmal, dann müsste der Urlaub auch rum sein, dann kann ich mit dem nochmal außerhalb von der Folge rausfahren oder wir fahren nochmal gemeinsam raus, mal gucken, wie ihr Bock drauf habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann können wir uns noch das holen. Das kostet ja nicht ganz so viel. Also das kriegen wir auf jeden Fall mit einer Angeltour, kriegen wir das bezahlt. Das ist nicht so das Thema. Na gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu unter Social Media in der Videobeschreibung. Und gerne auch, wer möchte, den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das hilft dem Kanal wirklich unglaublich weiter und bringt dir natürlich auch Vorteile, genau, wie zum Beispiel einen wöchentlichen Uploadplan, wo man dann schon immer sieht, welche Folgen rauskommen, wie viel Uhr und so weiter und so fort, welche Spiele neu auf dem Kanal starten und. Und ja, falls ihr auf der Suche seid nach Spielen, könnt ihr auch gerne nochmal in die Videobeschreibung reinschauen, dort findet ihr ganz oben einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming, könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen, genau. Dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge dann, euer Tommy, tschüss!